Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Vizibis Infinity. Wollte ihn jetzt gucken, ach ja. Und zwar. Kurz hier gucken, legt er sich wieder auf? Jupp, okay, gut. Und zwar, ja, das kann ich mal kurz zeigen. Habe ich schon letzte Folge vergessen. Und zwar haben wir jetzt hier genug. So 84.000 Schneebälle sollte erstmal reichen für ein paar Kryo-Stabilized. Muss kurz wieder hier, weil ich ganz. Weil ich jetzt was probieren war. Und zwar habe ich hier auch meine Kokerei schon gebaut. Bisschen nebenbei laufen lassen hier. Hat auch gut was produziert. Die Sache ist, dass wir das erstmal nicht brauchen werden. Genauso wenig wie das Gebäude. Und jetzt funktioniert das auch. Ich habe einfach nur neu gestartet und das kann ich auch stackweise rausnehmen. Also ja, keine Ahnung. Ich habe auch hier nochmal so eine Energy-Zelle einfach dran gebaut. Keine Ahnung, ob es daran lag, aber jetzt geht es jedenfalls. Ja, die Sache ist. Ja. Wie soll ich jetzt sagen? ...25.600. Produziert er nicht. Das produziert er nicht. Leider Gottes. Guck mal, ob ich euch das mal kurz zeigen kann. Ob das hier funktioniert. So, das Ding ist. Ne, ist noch nicht ganz voll. Und zwar, wenn wir. Lassen wir den mal leer laufen. So, jetzt ist er leer. Jetzt ist so bei minus 2, 3. Müsst ihr bei plus 24, 25.000 müsste der hinkommen. Macht er nicht, oder? Plus 8.000. Der liefert nicht mal ansatzweise so viel wie da steht. Jetzt ist er plus 3 schon wieder alleine. Also ich habe den mal in der Creative World Lauf probiert, alles pipapo. Meiner Testwelt, da hat er nicht mal 1000 DF geliefert. Also ich weiß nicht, ob die buggy sind oder irgendwas, keine Ahnung, weil normalerweise das, was er hier oben anzeigt, das Power Level, so viel RF pro Tick liefert er auch. Also in dem Sprich 25.600 DF müsste er liefern. Macht er nicht. Nicht mal ansatzweise. Dann habe ich hier, da, bliblablub, alles rumprobiert, gemacht, getan. Also, es gibt nicht wirklich eine Möglichkeit, extrem krass Strom produzieren aus Holz. Die einzige Möglichkeit, also die andere Möglichkeit wäre hier so ein Nether Star Generator. Der liefert 40.000 DF, der einfache. Der andere ist ja schon bei, ja. Wenn man, wird er mit Nether Cubes, wird der gefüttert. Ein Nether Cube hält in dem hier etwa 2 Minuten. Und hier 5 Sekunden. Und der liefert auch ein paar Millionen. Aber trotzdem, das wäre nicht so effizient, weil die Nether Cubes, ja, wir kommen relativ gut drauf dran, muss ich sagen, an wegen das hier. Aber nicht so extrem krank die Massen. Also das, es sei denn, wir tun da irgendwie eine Mobfarm bauen, wo, keine Ahnung, da 20 Autospawner drin sind, 20 Marusa-Skelette und dann mit Time Torches und alles so krank und nee. Also, ja. Ja, das wäre schon mal nichts. Die andere Sache ist, wenn wir den anderen Generator hier nehmen würden, und zwar den, wo ist er denn? Den Furnace-Generator. Generator, der liefert 1875 EF pro Tick, der 64-fache. Ja, ich habe das mal so ausgerechnet, selbst wenn ich nur drei insgesamt drei Enderquarries, also jetzt noch zwei zusätzlich, insgesamt drei Enderquarries plus die drei Laser Drills am Laufen habe, brauche ich ungefähr 120 von den Generatoren. Generator. Brauche ich von. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Furnace Generator. Achtfach. Moment, ich hab ihn gleich. Potion.
Hier. 120 von diesen Dingern. Eigentlich nicht ganz. 120 war mit 4 Ender Queries. Bla bla bla. 95 waren es. Genau. 95 von diesen Dingern. Und ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. Halt dabei gerade. Und jedes Mal 10 Eisen, also das wären für die. Was geht's los? Für die 95, was macht das schon wieder? Was? Lass mir doch mal zu Ende erzählen, Junge. Und jetzt geht's wieder. Für die 95 von den Generatoren, wo sind sie denn? Von nieder? Wären es in etwa beim Craften Iron, zwei, gut, wir haben 92.000 Iron, aber das würde uns 60.000 Eisen kosten. Die musste denn, ist denn jetzt hier los? Sagen wir mal. Ah ja, ein Video-Update. Fängt er sich jetzt, wenn er fertig ist, oder? Einen Moment. So, da sind wir auch schon wieder. Ist fertig jetzt hier endlich. So, ja, wie gesagt, also das, und da 95 Stück von den Dingern hinstellen über das ME-System. Eieieiei. Die andere Sache ist, wie ich es auch erst gedacht hatte. Junkfehler. Sieht man da was Schönes? Na, drüber fliegen sollte man nicht über so einen Chunkfiller, weil man da ganz leicht mal festbacken kann. Da ist eine große Höhle. Ja, egal. Ich habe das auch in der Testwelt alles schon mal probiert und so ein bisschen so gebaut und so weiter. Mit Railcraft, selbst wenn der 25.000 Earth geliefert hätte, wäre das nicht geworden. Eben aus dem Grund, weil Raycraft nicht ansatzweise so schnell verladen und entladen kann. Also das, da hätte auf die kurze Strecke, da hätten 100 Züge im Kreis immer gleich stehen müssen, gefühlt, damit die das vielleicht liefern können, aber die können nicht mal ansatzweise so schnell abladen, wie einer da frisst, geschweige noch Zähne von den Negern. Also hat sich das auch schon mal erledigt. Können wir das auch weglassen. Wir werden aber Raycraft noch mal so ein bisschen machen, irgendwo eine Farm hinbauen, wo sie uns denn hierher liefert, irgendwas, normales Holz oder so. Wo, also was jetzt nicht so extrem krank viel gebraucht wird, sondern nur so ein bisschen so was. Mal gucken, dass wir das auch mal haben. Ja, habe ich jetzt hier, ja. Ja, wie soll ich sagen? Wir müssen uns jetzt eine Möglichkeit überlegen, wie wir an Strom kommen. Also wie wir so extreme große Massen Strom produzieren. Die Sache ist jetzt, ich könnte. Hier natürlich, so groß wie das ist, einen richtig extrem kranken Reaktor reinknallen. In der Größe, halt noch ein bisschen höher, so, keine Ahnung, bis hier oder so, also einen richtig fetten großen Block komplett. Und den dann mit Wasser kühlen. Da brauchen wir ja schon einige Pipes, dass das Wasser da reicht. Und dann hier 1, 2, 3, 4 fette große Turbinen an dem dranhängen. Das wäre so die erste Überlegung, weil, ja, wenn ich jetzt hier mal gucke, Helorium haben wir, Helorium hat gesagt, haben wir 108.000, also davon haben wir mehr als hier noch. Das würde sogar reichen, dass ich den ganz normal laufen lassen könnte. Also ohne die Turbine und ohne Wasserkühlung. Einfach nur so laufen lassen. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich würde ihn halt dann mit Kryo kühlen. Also entweder mit vier Turbinen und Wasser gekühlt. Oder passiv gekühlt mit Kryo halt. Wo ist es denn da? Mit, na, willst du mich veräppeln jetzt hier? Kryo, so. Mit dem Zeuche, Gelid Kryotheum, als Passivkühlung quasi, könnte man auch nehmen. Verbraucher nicht ganz so viel, aber ich denke mal, das werden schon so 4-5 Milli, also 4-5 Millibuckets pro Tick sein. Als Vergleich, also 4-5 Millibucket, wenn ich in die Größe baue, Vergleich
0,4. Beim anderen würde hier eine 5 stehen. Oder eine 6 vielleicht sogar. Und wie man hier sieht, die Waste da unten geht relativ schnell hoch. Beim anderen wird dann 1 Ingot, 2 Ingots, 3 Ingots. Also so, wenn die da durchrattern. Und die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob die Größe denn überhaupt schon reicht für die 120.000 F, was wir brauchen. Wir brauchen sogar mehr. Wir brauchen 100... Uff, warte mal, 20, 40, 60, 180.000 F pro Tick brauchen wir. Müssen wir irgendwie rankriegen. Ja. Wie gesagt, das wären 95 von den Dingern. Oder ein fetter großer Reaktor. Ups, falsche Taste. So. Werdet, ja, deswegen. Also denke ich mal, dass sich das mit dem Sägewerk und so weiter und der Farm und so soweit erstmal erledigt hat. Oder wir lassen das Gebäude und machen das trotzdem so, aber dann halt nur so für uns da so ein bisschen nebenbei. Dass wir das nicht so groß für Stromproduktion verwenden. Dann können wir das auch mit Railcraft machen, weil dann immer so wie die Züge fahren und so weiter, können die dann ein bisschen Strom oder nebenbei Strom produzieren, so minimal irgendwas. Also das könnte man machen. Aber ja, an sich so die große Sache ist jetzt nicht damit möglich. Dann habe ich mir noch überlegt, ihr habt eventuell die Sache mit die Solar weiterzuführen. Solar. Und zwar die großen machen 32.768 F. Dass wir davon 3 Stück bauen. Also 3 Stück. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dass wir dann ein so ein Solarpanel, also weg, naja, dass wir dann ein so ein Solarpanel quasi auf eine Enderquarry stellen, also alle 3 Enderquarries nebeneinander und auf jeder Enderquarry jeweils so ein Solarpanel drauf und dann luftet damit nachts über dann nicht, aber die überspringen wir ja relativ schnell damit, also mit unserer Sundial da hinten, damit tun wir das relativ schnell überspringen und dann am tagsüber tut die ja arbeiten ohne Probleme. Das wäre so die andere Sache. Ach ja, hier hatte ich übrigens schon mal die Rolling Machine gebaut von lass mich lügen, von Raycraft, genau. Aber ja, dann haben wir die Ender Krabbies auf jeden Fall schon mal bepowert. Dann fehlen uns nur noch die Laser Drills, die 3 Stück, was demnach 60.000 CF werden, aber das ist immer noch machbarer mit so Sachen als wie 180.000 CF. Also das wäre jetzt so der Gedanke oder die Option, die ich jetzt so gefunden habe. Ich habe echt ewig überlegt. Generator. Man könnte auch die Solardinger bauen, die hier, aber die Sache ist, die können nicht Strom produzieren und gleichzeitig abgeben. Das ist nicht möglich. Deswegen fallen die auf jeden Fall weg. Der Rest hier, ja, das ist alles nicht so das wahre. Lava ist auch nicht, das könnte man auch nehmen, ja, aber kriegt man jetzt auch nicht so extrem große Massen an Energie raus. Das Ding hier liefert glaube ich nur 26 F pro Tick die Windturbine, also davon habe ich mich gleich verabschiedet. Das ist was für den Anfang. Wenn du ganz anfängst, als erste Stromproduktion vielleicht gut, aber die Dinger machen 120 bis 240 F pro Tick, ist jetzt auch nicht so toll. Also ja, das ist jetzt nicht so. Okay. Ja, ist jetzt alles nicht so toll. Deswegen bin ich am Überlegen, was ich mache. Gerade so ein bisschen. Und wie wir das alles angehen. Wir müssen ja noch die Erzverfünffachung bauen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Strom, da der ja sowieso schon fast nicht mehr hinterherkommt. Bei der sich zurzeit immer noch ganz gut hält, eben wegen der großen Batterie. Also wenn da 3 Ender Quarries laufen und die Maschinen da drüben
Mal kurz. Ups. Die Maschinen hier alle. Und dennoch die Verfünffachung. Das sind ja auch nochmal 5, 6 oder 7 Maschinen, die nur für die Verfünffachung gebraucht werden. Also da kommt der hier schon nicht mal annähernd hinterher. Das ist jetzt schon bei minus 3000, der 4000, boah, 7000 F sogar. Also ja. Da hat der auch schon zu tun auf jeden Fall. Ja, das wäre so die Sache. Wie gesagt, jetzt ist die Frage, was mache ich? Also entweder, wie gesagt, hier Big Reactor reinknallen, so groß wie das ist. Mit entweder 4 Turbinen dran. Oder 3, mal gucken wie viel er schafft. Aber nach oben kann ich ja größer bauen, dass er 4 schafft. 4 so eine großen Turbinen da hinten. Oder halt einen Passivgekühlten mit Kryolite, Gelite, ja, ihr wisst ja die meine. Kryotheum. Dass wir das machen. Und dann so passiv laufen lassen, wie gesagt, dann braucht halt mega viel. Das ist ja dann auch Blödsinn. Weil natürlich Cravis Lorium was rausholt, das ist ja dann nur hierfür. Also das ist ja dann